Hallo zusammen, mein Name ist Walter Lutz. Ich gehöre zur evangelischen Kirchengemeinde Allendorf. Und ich habe euch heute mitgenommen an einen Ort, der vielen unbekannt ist. Hinter mir ist das Trainingsgelände des MSC Wachenberg. Das heißt, hier wird Motocross trainiert. Wachenberg, das ist der Hausberg von Allendorf, an dessen Fuß nicht nur das Dorf, sondern auch unsere Kirche liegt, wo aber gerade eine große Baustelle ist, weil wir ein neues Kirchenzentrum bauen. Ich blende euch das Bild dazu mal ein. Was hat nun Motorradfahren mit Glauben zu tun? Davon will ich euch gerne in den nächsten Minuten erzählen. Beim Motorradfahren gibt es einen Fachbegriff, der heißt Blickführung. Das heißt, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin, muss ich immer dahin schauen, wo ich hin will. Besonders gilt das natürlich für Kurven. Ich muss beim Reinfahren der Kurve eigentlich schon den Kurvenausgang im Blick haben. Kommt mir dann in einer engen Kurve ein Auto entgegen, dann darf ich auf keinen Fall mich auf dieses Auto konzentrieren. Mein Blick abwenden von der Kurve hin zum Auto. Weil das führt unweigerlich dazu, dass das Motorrad in Richtung des Gegenverkehrs fährt. Ich muss das Auto wahrnehmen, aber meinen Blick weiterhin auf den Fahrbahnrand richten, auf das Kurveninnere, wo ich durchfahre. Und dann gelingt es. Dann komme ich durch. Blickführung, das kennen wir vom Glauben auch. Ich erinnere mich da an die Geschichte von Petrus. Der hatte gerade erlebt, wie Jesus aus 5 Broten und 3 Fischen 5000 Leute satt gemacht hat. Und es blieben am Schluss noch 12 Körbe übrig, also für jeden Jünger ein voller Korb. Und dann feiert Jesus nicht mit seinen Leuten über diesen Triumph, über dieses gelungene Event, sondern er sagt, ich gehe jetzt auf den Berg in die Stille zu meinem Vater und ihr fahrt schon mal mit dem Schiff voraus ans andere Ufer. Und genau das tun die Jünger und dann entsteht in der Nacht ein Sturm. Windböen, krasse Windböen, hohe Wellen und sie haben große Not und kämpfen die ganze Nacht und rudern und segeln um die Wette. Und im Morgengrauen, so wird berichtet im Matthäusevangelium, im Morgengrauen kommt eine Gestalt übers Wasser auf sie zu und sie glauben, das ist ein Geist. Aber dieser Geist, der spricht zu ihnen und sagt, fürchtet euch nicht, ich bin's, Jesus, euer Herr und Meister. Und dann der Petrus, wie wir ihn kennen, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm. Und der Petrus steigt aus dem Boot und das Unmögliche geschieht. Er kann übers Wasser laufen. Aber auf halbem Wege merkt er die Wellen und den Wind. Und er bekommt es mit der Angst zu haben. Und er wendet seinen Blick ab von Jesus auf die Umstände, auf die Wasserwogen, auf den Sturm. Und dann beginnt er zu sinken. Und als ihm das Wasser bis zum Halse steht, dann ruft er, Herr, rette mich! Und Jesus streckt ihm seine Hand hin und sagt, komm! Und er zieht ihn wieder raus und beide steigen ins Boot. In unserem Glauben geht es darum, auf Jesus zu schauen. Die Bibel sagt, Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wenn wir auf die Umstände schauen, wenn wir ihn aus dem Blick verlieren, dann laufen wir Gefahr,
dass es schief geht. Wir denken jetzt ja gerade an diese Situation, in der wir stecken als Menschheit. Eben noch den Coronavirus, dann die Diskussion, wie viel Lockerung ist eigentlich gut, und jetzt der Krieg in der Ukraine. Unsere Wirtschaft, die jammert, Energiepreise, die steigen, Hamsterkäufe. Und in diesen Situationen sagt Gottes Wort, schaut auf Jesus. Schaut nicht auf die Umstände. Unser Gott ist größer als alles, was in dieser Welt passiert. Er hat die ganze Welt in seiner Hand, so wie das in einem Lied heißt. Schaut auf Jesus. Das macht dem Petrus Mut, als er wieder auf den Herrn blickt und sieht, wie Jesus ihm die Hand hinstreckt und sagt, komm, Petrus. Genauso können du und ich unsere Hand ausstrecken zu Jesus und sagen, Herr, in diesen turbulenten Zeiten, die wir nicht einordnen können, wo wir so viele Fragen haben und keine Antworten bekommen, da wollen wir auf dich vertrauen. Da wollen wir auf dich schauen, weil wir bei dir die Rettung und die Hilfe finden. Das gilt für uns als Einzelne, aber das gilt auch für die gesamte Gemeinde, über die Jesus sagt, selbst die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Ich lade dich ein, wie der Petrus, wenn du am Sinken bist, wenn dir die Umstände schwierig erscheinen, schau auf Jesus und ergreife seine Hand, die er dir hinstreckt. In diesem Sinne, eine gesegnete Zeit.